Nach den vielen Neuerungen zum Jahreswechsel widmen wir uns in dieser Woche Ihren Zuschauerfragen zu dem Thema, was uns tagtäglich umgibt und sicherlich keiner mehr hören kann. Aber auch andere Nachrichten stehen auf unserem Programm. Und damit steigen wir ein in eine neue Woche mit Informationen aus unserer Region und für unsere Region. Heute ist Montag, der 18. Januar 2021. Und hier ist Megional, Ihre tägliche Dosis Information im Mittelerzgebirgsfernsehen. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie uns auch in dieser Woche in Ihr Wohnzimmer lassen. Hin und wieder kommen wir auch nicht drum herum und haben über das Thema zu berichten, was uns täglich umgibt, Vorschriften macht und im Prinzip keiner mehr hören will. Dennoch erreichen auch unseren Sender immer wieder Fragen von Zuschauern zur Corona-Pandemie. Meine Kollegin Fabienne Kröyer hat diese zusammengestellt und sich dazu mit dem Apotheker Andreas Uhlich unterhalten. Und heute beginnen wir diese Reihe mit dem ersten Teil. Liebe Zuschauer, das Coronavirus beeinflusst unseren Alltag immer noch maßgeblich. Umso wichtiger ist es daher, dass man sich korrekt zu dieser Thematik informiert. Wir haben letzte Woche dazu aufgerufen, dass Sie Ihre Fragen an uns stellen bezüglich des Coronavirus. Ich sitze heute hier mit dem Apotheker Andreas Uhlich, um die Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Herr Uhlich, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Unsere erste Frage ist, was sind typische Corona-Symptome? Typische Corona-Symptome gibt es insofern nicht. Sie unterscheiden sich nicht von den Symptomen, die man bei anderen Erkrankungen wie zum Beispiel der Grippe hat. Ich habe trotzdem mal zumindest die wichtigsten Symptome als Zusammenfassung mitgebracht, so wie sie auch bei den verschiedenen Meldesystemen, zum Beispiel beim RKI, gemeldet werden. Also am häufigsten hat man immer noch den Husten als Symptom. Der tritt ungefähr bei 40% der Leute auf. Weitere Symptome sind klassisch Fieber, Schnupfen, Abgeschlagenheit. Wie gesagt, das sind alles keine Symptome, die man auch nicht bei anderen Erkrankungen hat. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen raussticht, ist, bei 20% der Leute kann es zu Geschmacks- und Geruchsverlust kommen. Und das ist eins dieser Symptome, was eher typisch auf Corona hindeutet. Genau. Die nächste Frage ist etwas spezifischer, und zwar an welche Rezeptoren bindet sich das Coronavirus und welche Wirkung löst das Ganze aus? Genau. Das Coronavirus nutzt ein Enzym, um in die Zelle einzudringen. Das nennt sich ACE. Das ACE ist eine Abkürzung für Angiotensin-Converting-Enzym. Das ist also einfach ein Enzym, was an der Zellmembran von verschiedenen Zellen sitzt und dort Botenstoffe umwandelt. Das Coronavirus nutzt das, um in die Zelle einzudringen, und das Interessante dabei ist, und das erklärt auch die verschiedenen Symptome, die mit dieser Erkrankung einhergehen können, dieses ACE-Enzym sitzt also überall im Körper. Das sitzt vorwiegend in der Lunge, das sitzt aber auch am Herz, an Nervenzellen, in der Darmschleimwand, in der Niere. Und so kommen auch die unterschiedlichen Symptome zustande, je nachdem, wo das Virus auftritt. Okay. Man hört ja oftmals, dass man Atemprobleme bekommt, wenn man an Corona erkrankt. Wieso bekommt man diese Atemprobleme? Genau, das hängt im Prinzip mit diesem Eintrittsort zusammen. Also der Haupteintrittsort ist die Lunge. Das Virus geht zuerst in die Lungenzellen über, löst dort eine Infektion aus, der Körper reagiert darauf, das ist wie bei jeder Infektion, kommt es also zur Rötung, Schwellung, Entzündungsprozessen, und diese Entzündungsprozesse verursachen, dass die Lunge ihre normale Funktion einfach nicht mehr vollständig ausüben kann, das heißt diesen Gasaustausch, und damit hat man natürlich zum einen den Hustenreiz, der Körper probiert, das Virus wieder loszuwerden, das ist einfach eine Reaktion des Körpers, das andere ist, dass dadurch dieser Gasaustausch gestört ist, bekommt man Atemprobleme. Das heißt, der Körper probiert dort durch schnelleres, flacheres Atmen mehr Sauerstoff in den Körper zu transportieren. Und deswegen kommt es zu Atembeschwerden. Okay.
manche Leute müssen ja auch an eine Beatmungsmaschine, weil sie eben diese Atemprobleme haben. Und daher lautet eine weitere Zuschauerfrage, warum ist es so gefährlich, an die Beatmungsmaschine zu müssen? Genau, die Beatmungsmaschine ist sozusagen die letzte Möglichkeit, die man in der Intensivmedizin hat, um jemanden Sauerstoff zuzuführen. Das heißt, da ist der Erkrankungsverlauf mit Corona schon ziemlich vorangeschritten. Man versucht als erstes immer, demjenigen Sauerstoff zu geben. Es wird zum Beispiel die Sauerstoffsättigung im Blut immer mitgemessen und die sollte einen kritischen Wert nicht unterschreiten. Dann wird eigentlich erstmal angefangen, Sauerstoff zuzuführen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, beziehungsweise der Entzündungsprozess in der Lunge so stark ist, dass man selber nicht mehr die Möglichkeit hat zu atmen, wird man im Prinzip an so eine Beatmungsmaschine angeschlossen. Das heißt, die übernimmt die Funktion der Lunge. Es wird mit Hochdruck Sauerstoff in den Körper gepumpt. Man ist da selber auch nicht mehr, also man wird unter in ein künstliches Koma gesetzt, weil man macht einfach ein Erstickungsgefühl. Das Problem ist, dass das Ganze ein sehr starker Eingriff natürlich auch in den Körper ist. Man muss das wie mit einer Operation vergleichen. Und das ist natürlich, wenn man sich, ich sag mal, in dem Stadium einer Corona-Infektion befindet, wirklich ein Leben, also sehr einschneidend sozusagen. Man hört ja immer wieder, dass die Krankheitsverläufe an sich ziemlich stark variieren. Also es kann ziemlich mild ablaufen, aber auch eben so einen schlimmen Verlauf haben, eben dass man zum Beispiel an eine Beatmungsmaschine muss. Wieso variieren diese Krankheitsverläufe denn so sehr? Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Das eine ist sicherlich das eigene Immunsystem. Das heißt also, wie gut kann mein Immunsystem auf diesen Virus reagieren. Das hängt zum einen vom Alter ab, das hängt aber auch vom Geschlecht ab, von der genetischen Variation des eigenen Immunsystems, das hängt von Vorerkrankungen ab. Das hängt aber auch davon ab, wie viel Virus ich wirklich ausgesetzt war. Das heißt, ein milder Verlauf kommt manchmal auch nur dadurch zustande, dass nur wenige Viren es geschafft haben, in den Körper einzudringen. Das will ich vielleicht noch dazu sagen, genau, dass ja 80% der Verläufe wirklich mild sind. Okay. Kann man denn auch einen schlimmen Krankheitsverlauf haben, obwohl man keiner Risikogruppe angehört? Genau, das ist dann so ein bisschen das Mysterium. Die Fälle sind tatsächlich sehr gering, aber auch das ist möglich und ist möglicherweise dann tatsächlich damit zu erklären, dass entweder eine Vorbelastung da war, die man selber noch nicht erkannt hatte. Das ist also gerade alles, was so Herzgeschichten sind, was man vielleicht gar nicht gemerkt hat, wo plötzlich eine schwerwiegende Erkrankung auftritt oder, wie gesagt, der eigene Immunstatus, dass der nicht gut war, ohne dass man es gewusst hat. Vielen Dank, Herr Ohlig. Bitteschön. Im Infektionsschutzgesetz ist geregelt, welche Erkrankungen oder welche Verdachte auf Erkrankungen meldepflichtig sind. Danach muss auch ein positiver Corona-Schnelltest, genauso wie ein positiver PCR-Test, gemeldet werden. Zur Meldung verpflichtet sind neben Ärzten auch Angehörige anderer Heil- oder Pflegeberufe und die Leiter von bestimmten Einrichtungen sowie Heilpraktiker. Danach müssen auch Pflegeheime sowie Schulen und Kindergärten positive Schnelltests an das Gesundheitsamt melden. Der Arzt ist in diesen Fällen jedoch nicht davon befreit, selbst zu melden. Auch ein negativer PCR- oder Schnelltest kann bei epidemiologischem Zusammenhang meldepflichtig sein, wenn es in der direkten Umgebung des Patienten eine hohe Inzidenz oder zahlreiche Corona-Fälle gibt und spezifische Symptome wie Geruchs- und Geschmacksstörungen vorliegen. An den Trinkwassertalsperren 19-Hain 1 und 19-Hain 2 sowie im 19-Hainer Bornwald ist es in den letzten Tagen verstärkt zu Verstößen gegen die Schutzgebietsbestimmungen gekommen. So wurden beispielsweise Forstwege für rasante Autofahrten und das Waldgebiet für Geländefahrten mit Motorrädern missbraucht. Das gefährdet unser Trinkwasser, sondern auch Spaziergänger und die Tiere des Waldes.
Außerdem sind die ausgeschilderten Parkflächen an den 19-Hainer Talsperren derzeit häufig überfüllt. Besucher parken deshalb auf Forstwegen und blockieren Rettungswege. Die Besucherströme an der Talsperre 19-Hain 2 führen dazu, dass sich bei Neuschnee und tiefen Temperaturen auf der Mauerkrone ein fester Schnee- und Eisbelag bildet. Dadurch kann die Bauwerksmesstechnik auf der Mauerkrone nur mit hohem Aufwand zugänglich gemacht werden und die Sicherheit von Besuchern ist nicht mehr gewährleistet. Deshalb ist die Mauerkrone der Talsperre 19-Hain 2 ab sofort bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit gesperrt. Trinkwasser ist besonders geschützt. In Trinkwasserschutzzonen gelten strenge Regeln. So ist das Befahren von Waldwegen mit Autos, Motorrädern, Mopeds und ähnlichen Fahrzeugen nicht erlaubt. Zudem dürfen die öffentlichen Wege von Spaziergängern und Radfahrern nicht verlassen werden. Es gilt ein Flugverbot für Drohnen und andere unbemannte Flugkörper. Alle Arten von Wassersport, offenes Feuer und Campen sind nicht erlaubt. Müll und Hundekot darf im Trinkwasserschutzgebiet nicht hinterlassen werden. Reitzenhain. Haftbefehl vollstreckt und mehrere Verstöße gegen die Coronavirus-Einreiseverordnung festgestellt. Bei Kontrollen am Grenzübergang in Reitzenhain wurde seit Freitag insgesamt 35 Verstöße gegen die Corona-Einreiseverordnung festgestellt, sowie ein Haftbefehl vollstreckt. Am 15.01. gegen 3.30 Uhr kontrollierten Beamten der Bundespolizeiinspektion Chemnitz in Reitzenhain einen 36-jährigen Rumänen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut. Er war wegen Beleidigung zur Zahlung einer Geldstrafe von 1.200 Euro und 70 Euro Verfahrenskosten oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt worden. Da er die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in die JVA Dresden eingeliefert. Insgesamt wurden von Freitag bis Sonntag 35 Personen festgestellt, welche gegen die Corona-Einreiseverordnung verstoßen haben. Die seit dem 14.01.2021 erforderlichen digitalen Einreiseanmeldungen konnten nicht vorgelegt werden. Die Personalien der Personen wurden erfasst und an die zuständigen Gesundheitsämter weitergeleitet. Der Winter hat uns zurzeit ja alle ganz gut im Griff, doch Sie haben das Wochenende hoffentlich noch gut nutzen können, um die schönen Seiten des Winters zu genießen. Und jetzt habe ich Ihnen ein paar interessante Informationen zum Schnee mitgebracht. Minus 12 Grad brauchen wir, damit sich Eiskristalle bilden können. Jedes Eiskristall hat 6 Ecken und 4 Kilometer pro Stunde ist die durchschnittliche Fallgeschwindigkeit einer Schneeflocke. Wer hätte das gedacht? 0 Grad ist die optimale Temperatur für Pappschnee und der eignet sich am besten zum Schneemann bauen. Und der Schneemann, seit dem 19. Jahrhundert erst freundlich aussehend, feiert heute seinen Ehrentag und gibt Anlass zum Feiern, wenn es denn etwas einfacher mit Feiern wäre. Tobias Körner im Regionalwetterstudio, warum ist denn gerade heute der Tag des Schneemanns? Ja, Thorsten, heute ist der Welttag des Schneemanns. Der fällt immer auf den 18. Januar, weil die 8 an einen Schneemann erinnert und die 1 den Besen darstellt. Zur Feier des Tages zeigen wir Ihnen noch ein paar Schneefiguren. Dieses Mal von Steffen aus Satzung, von Leni aus Kühnheide und von Silvia aus Marienberg. Vielen Dank für die Einsendungen. Ja, und wenn auch Sie noch ein solches Prachtexemplar irgendwo rumstehen haben, dann Foto machen und her damit. Entweder per E-Mail oder ganz einfach bequem per WhatsApp. Die Kontaktdaten, liebe Zuschauer, sehen Sie hier eingeblendet. So, nun aber zum Wetter. Werte im zweistelligen Plusbereich erwarten uns im Verlauf dieser Woche. Diese Meldung machte ja schon die Runde. Dabei möchte ich das aber relativieren. Zweistellige Plusgrade wird es bei uns leider nicht geben. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel über unserem Sendegebiet bedeckt und mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit wird es leichten Schneefall geben. Bei den zu erwartenden Temperaturen kann es glatt werden auf den Straßen. In der Stadt der Sieben Täler und Olbernhau gibt es um die minus 1 bis 0 Grad. In Marienberg rund um den Marktplatz werden Werte um die minus 2 bis minus 1 Grad erwartet. Und in der MZ-Stadt Schopau-Wiesenstraße stehen zwischen 0 und plus 1 Grad in der Anzeige des Thermometers. Der Wind legt eine Sonderschicht ein, denn er weht in frischen Böen mit bis zu 46 km pro Stunde aus Westen.
Morgen am Dienstag geraten wir auch so langsam unter den Einfluss der milden Luftmassen. Der Himmel ist von früh ab bedeckt und es wird mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit im gesamten Sendegebiet schneien. Im weiteren Tagesverlauf bleibt es bedeckt und die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 90%. Aber Schnee gibt es dann nur noch in den Höhenlagen über 600 Meter. Darunter ist es Regen, der da fällt. In den Nachtstunden ist der Himmel dann leicht bewölkt und nichts kommt mehr von oben runter. Die Temperaturen sehen morgen dabei wie folgt aus. In Neuhausen am Schloss Purschenstein gibt es minus 1 bis plus 4 Grad. In gebirgige Lobland am Tourismuszentrum zeigt das Thermometer zwischen minus 2 und plus 2 Grad an. Und in Hohndorf werden Werte zwischen minus 1 und plus 3 Grad erwartet. Der Wind bleibt morgen weiter mächtig am Drücker, denn er bläst in stürmischen Böen mit bis zu 69 km pro Stunde aus westlicher Richtung. Und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was da noch kommt, und das ist der Mittwoch. Da weht ein Hauch von Frühling uns um die Nasen. Es wird der wärmste Tag der Woche. Der Himmel ist wolkig mit sonnigen Abschnitten. Es bleibt trocken und mit 4 bis 7 Grad ist es für die Jahreszeit einfach zu mild. Der Wind weht in frischen Böen aus Süden. Ab Donnerstag wird es dann wieder etwas kälter. Der Himmel ist wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Niederschläge stehen nicht auf dem Plan. Mit 2 bis 6 Grad wird es, wie schon angedeutet, etwas kühler und der Wind weht leicht aus Süden. Wie das dann in dieser Woche so weitergeht, das verraten wir Ihnen dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's nämlich erstmal hier aus dem Regionalwetterstudio und damit zurück zu dir, Thorsten. Vielen Dank, Tobias. Dann sind wir mal gespannt, ob der Winter weiter das Wettergeschehen in dieser Woche dominiert. Für heute, liebe Zuschauer, haben wir das Ende unserer Sendung schon erreicht. Das war der Wochenauftakt bei Megional am heutigen Montag. Haben Sie nicht rechtzeitig einschalten können oder möchten gern den ein oder anderen Beitrag noch einmal sehen, dann ist das kein Problem. Werfen Sie einfach einen Blick in unsere Mediathek im Internet unter www.mef-lein.de oder auch auf www.glückauf.tv. Dort finden Sie unsere Beiträge und Sendungen zum individuellen Anschauen rund um die Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Später dann eine angenehme Nacht. Morgen begrüßt Sie Tobias Körner hier an dieser Stelle. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.